Aber warum die jetzt nicht mit uns spricht, keine Ahnung. Im Namen des Jahr, keine Bewegung. Was denn? Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schluss. Was denn, was für ein Diebesgut? Ich hab doch gar nichts eingesagt. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Mann, dann werde ich halt mal kurz hier reingehen. Möglich. Wenn wir schon mal hier sind. Ich muss die Augen offen halten. Gut. Verdammten Drachen können jeden Augenblick zuschlagen. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Natürlich. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tevar Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Abiniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrotga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrotga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also da. Zurück zur Tagesordnung, Proventus. Oh Mann, so sogar. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. So, was haben wir denn für eine schicke Waffe gekriegt? Axt von Weißlauf. Schlechter als unsere, verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Na super.
Also dann. Ja. Zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. So, unser persönlicher Huskarl. Warte mal, da sagen wir erstmal. Sagen wir erstmal Tschüss zu ihr hier. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Und dann nehmen wir erstmal unseren persönlichen Huskarl mit. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja. So. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, Kamera. Ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Na dann. Geht voran. Aber wir behalten unsere Bogenschütze. Ich bin hinter euch. So, tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Echt? Ork-Rüstung. Das nehmen wir doch alles mit. Lydia's Circle, ach, wir nehmen alles mit. So. Wir können jetzt zwar nicht mehr rumrennen wie ein Bekloppter, aber egal. Ich gebe euch Deckung. So, ciao. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Eine fette Ork-Rüstung, ey. Feine Kleidung haben wir oben drauf auch noch. So, orkische Stiefel, orkische Panzerhandschuhe, orkische Rüstung und einen orkischen Helm. Steigert die Fertigkeit schwere Rüstung. Okay, brauchen wir jetzt nicht. So. Langes Leben euch, Tane. Naja. So, können wir hier irgendwas wegwerfen? Oh, das sind 611 Gold. Na gut, das ganze Zeug. Oh, Wert 40, das Zeug ist ja gar nicht mehr so wertlos. Na, das sieht doch mal geil aus. Langes Leben euch, Tane. Ach ja. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Bestimmt nicht. Sah er die Zukunft von Himmelsrand. Die Zukunft von Tamriel. Und da ist... Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Gott, warum sagt ihr das jedes Mal? Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn halten. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich... Ich muss hier Wache schieben. Dann holen wir uns halt noch einen Segen, dann werden sämtliche Krankheiten geheilt. Den Himmel mit uns zu teilen? Weil ich euch trage zu führen, kann ich rennen. Sie bringen es ja kaum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Was dann? Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr... Was soll ich dir mal einen Schrei gegen Kopf hauen? Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriegt er derzeit für gewöhnlich herum. Aber die Rüstung sieht immer richtig episch aus.
Gut. Es gibt garantiert Zeug, was schicker ist, wahrscheinlich auch noch was besser ist, wesentlich besser. Aber für den Augenblick sollte es erstmal ausreichen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Hä? Willst du gleich was aufs Maul haben? Kannst du gleich haben. So, gehen wir erstmal den Gemischtwarenhändler. Mal gucken, ob der wieder mittlerweile ein bisschen mehr Geld hat. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Verkauf. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Schön. Der hat immer noch kein Geld, verdammte Axt. Aber vielleicht können wir... Werft einen Blick darauf. ...irgendwas verkaufen, das nicht ganz so viel... ...nicht ganz so viel wert ist. Pfeile behalten wir. Spitzhacke behalten wir auch. 13. Hm. 199 kriege ich für den Ehen. So, den winzigen Seelenstein kann ich noch verkaufen. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Bitte kommt wieder. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten... Naja, ich würde sogar einen Verwandten von uns abkaufen. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Du auch, oder was? Was gabt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Mutiges Kind, das bei einem bewaffneten Ork nicht zurückschlägt. Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Doch, natürlich. Täglich mehrmals. Ich sage nicht, dass ich der beste... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was... Na bitte, dir hat noch Geld. So, das kann weg. Stahlhornhelm, Stahlrüstung. Die Stahlbeinschienen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, mal gucken. Sind die Leute jetzt bei mir hier drinnen zu Hause, oder? Nee, Gott sei Dank. So, der Battleprinz. Kuchen, aber was gibt's denn hier Schönes? Eine leere Truhe, ein Beistelltisch, da ist ja garantiert eh nichts drin, also von daher. So, Karte, holen wir uns erstmal unsere Begleitung wieder. Nanu. Müsste die alte nicht irgendwo sein? Gucken wir mal in die Kneipe rein.
Ach, jetzt steht's auf einmal wieder da. Es ist so schön, euch. Geht voran. Naja, es ist schön, mich wiederzusehen. Ich weiß. Was soll ich nehmen? So, ja, genau. Das kannst du haben wieder. Genau. Und die 11 Pfeile.